Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Die ganze Welt beneidet uns um den German Mittelstand. Die Hidden Champions verstecken sich dabei nicht nur auf der Schwäbischen Alb, sondern über die ganze Republik verteilt. Schätzungen zur Folge sind fast 95% der knapp 4 Millionen Unternehmen in Deutschland Familienunternehmen. Was seit dem Wirtschaftswunder in den 50er Jahren über die letzten 70 Jahre aufgebaut wurde, steht nun aber vor einer Zäsur. In den nächsten 3 Jahren, also bis Ende 2026, steht laut KfW die Nachfolge bei über 600.000 Familienunternehmen an. Es wird erwartet, dass dabei fast 200.000 Nachfolger scheitern werden. Woran liegt das? Die Babyboomer-Generation geht so langsam in Rente und bereitet ihre Nachfolge für ihr Lebenswerk vor. 30% der Unternehmer sind älter als 60 Jahre. Vor 20 Jahren waren das nur ungefähr 10% der Unternehmer. Was sind dabei die größten Hürden für die erfolgreiche Nachfolge? So einfach es klingt, aber die größte Hürde ist es erstmal, den passenden Nachfolger für das Unternehmen überhaupt zu finden. Daran scheitern fast 75% der unternehmerischen Nachfolgen. Natürlich auch das fehlende Interesse an der Nachfolge der Kinder oder der Angestellten im Unternehmen. Wie gut, dass es spezialisierte M&A-Berater gibt, die sich nur zu gerne diesen Herausforderungen annehmen. Die Aufgabe eines M&A-, Nachfolge- oder Corporate-Finance-Beraters ist es, den verkaufswilligen Inhaber durch den gesamten Verkaufsprozess mit zu begleiten. Das beginnt damit, das Unternehmen erstmal auf den Verkauf vorzubereiten, also Abhängigkeiten gegenüber Kunden und Lieferanten zu reduzieren, das Geschäftsmodell an die Marktbedürfnisse in den jeweiligen Märkten für die Zukunft auszurichten, eine zweite Führungsebene aufzubauen und auch so die Abhängigkeiten vom Unternehmer im Unternehmen selbst zu beseitigen. In der Folge werden Verkaufsdokumente erstellt, potenzielle Käufer identifiziert und kontaktiert, werden Gespräche moderiert, Verhandlungen begleitet, bei der steuerlichen und bei der rechtlichen Strukturierung unterstützt. Dabei liegt eine weitere große Herausforderung in der oft mangelnden Vorbereitung auf die Unternehmensnachfolge. Man muss sich das vorstellen. Der Verkaufsprozess als solcher dauert gerne zwischen 12 bis 24 Monate. Der Prozess davor dauert aber gern nochmal 1 bis 2 Jahre. Und viele Unternehmerinnen und Unternehmer kümmern sich erst sehr, sehr spät um die Übergabe des Unternehmens, was zu Zeitdruck und damit auch zu Fehlentscheidungen führen kann. Die Krise bei Unternehmensnachfolgen hat nicht nur Auswirkungen auf die betroffenen Unternehmen selbst, sondern auch auf die gesamte deutsche Wirtschaft. Denn viele Unternehmen sind ein wichtiger Teil des Mittelstands und tragen maßgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland bei. Doch wie können wir diese Krise nun lösen? Eine Möglichkeit besteht darin, die Vorbereitung auf die Nachfolge zu verbessern. Also schlicht gesagt, einfach etwas früher anzufangen. Unternehmerinnen und Unternehmer sollten sich sehr, sehr frühzeitig mit dem Thema beschäftigen und sich Unterstützung durch Experten für den Nachfolgeprozess holen. Auch die Vermittlung von Nachfolgerinnen und Nachfolgern kann verbessert werden. Hier können beispielsweise Internetplattformen oder auch Datenbanklösungen helfen. Plattformen haben dabei oft den Nachteil, dass sie offen einsehbar sind. Und Datenbanklizenzen haben den Nachteil, dass sie oft sehr, sehr teuer sind und man schnell bei 6-stelligen Lizenzkosten ist, die jährlich aufgerufen werden. Gerade für kleine Beratungshäuser, teilweise Einzelkämpfer, die im KMU-Segment aktiv sind, sind solche hohen Zahlen nicht zu stemmen. Deswegen vertraut man sich auf das eigene Netzwerk und auf eine Recherche bei Google. Technologie und Automation hat aber in vielen Bereichen des Lebens bereits Einzug erhalten. Aber gerade im M&A-Markt haben die Berater leider oft nicht die richtigen Werkzeuge in der Hand, die sie benötigen, um die Nachfolgewelle beherrschen zu können. Der Markt ist sehr traditionell strukturiert und dabei kaum digitalisiert. Und das, obwohl es um viele große Millionenbeträge, teilweise Milliardenbeträge geht und die Fortführung des Lebenswerks der Unternehmer ist. Groß sind die Vorbehalte, dass digitale Tools wirklich einen Mehrwert bringen. Und was passiert mit den Daten? Und ist das Ganze überhaupt sicher? Und wir haben das auch immer so oder so gemacht. So bedeutet in diesem Fall, dass manuell Käufer recherchiert werden und kontaktiert werden, ohne dabei auf Tools zurückzugreifen. Gerade bei kleinen KMU-Transaktionen ist das Feld an potenziellen Unternehmenskäufern aber sehr, sehr intransparent und es ist kaum möglich, den Überblick über das passende Käuferuniversum zu behalten. Als Ergebnis scheitern 3 von 4 unternehmerischen Nachfolgen, weil eben keine passenden Käufer gefunden wurden und in den Verkaufsprozess mit einbezogen werden konnten. Sollen digitale Lösungen nun den Berater ersetzen? Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin überzeugt davon, dass ein hybrider Ansatz am sinnvollsten ist. Denn Tools stoßen schnell an ihre Grenzen. Die Kernkompetenz eines M&A-Beraters liegt nicht darin, dass er Tausende von Daten auswendig kennt. Er verhandelt, er berät, er besitzt sowohl Fingerspitzengefühl als auch Empathie und emotionale Intelligenz. All das ist noch nicht von Maschinen realisierbar. Dennoch natürlich ein wahnsinnig wichtiger Teil von M&A-Deals. Wenn nicht sogar vielleicht sogar der wichtigste. Stellen Sie sich eine Taxifahrt vor. Und wie Technologie diese heute schon deutlich verändert hat. Noch vor 10 Jahren war es die Kernkompetenz von einem Taxifahrer, jede Straße in einer Stadt auswendig zu kennen. Ich bin ehrlich, wenn ich mich heute in ein Taxi hineinsetze, dann wünsche ich, dass der Taxifahrer mich sicher von A nach B bringt. Dabei aber Technologie einsetzt, um zum Beispiel die optimale Routenführung zu erhalten, zum Beispiel über Google Maps. Er soll also nicht mehr jede Straße auswendig kennen, denn das hat ehrlicherweise in der Vergangenheit auch mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Heute wünsche ich mir also ein gutes Fahrerlebnis und für die optimale Routenführung
Kundenführung soll er Google Maps nutzen. In dem Fall geht es also genau darum, dass durch den hybriden Ansatz, die hybride Zusammenarbeit von Mensch mit menschlicher Erfahrung und dem Einsatz von Technologie das optimale Ergebnis erreicht werden kann. Sehr ähnlich ist es bei einem Unternehmensverkauf. Der M&A-Berater soll seine Fähigkeiten dort einsetzen, wo es um jahrelange Erfahrung, Verhandlungsführung, Geschick, Fingerspitzengefühl und Empathie geht. Diese Aufgaben können von Technologie in absehbarer Zukunft nicht ersetzt werden. Aber die Tätigkeiten, die durch die Sammlung und Aggregation und Auswertung von großen Datenmengen ersetzt werden können und damit dem M&A-Berater das Leben leichter machen, diese soll er an Technologie outsourcen. So kann er sich dann voll und ganz darauf konzentrieren, wo seine Kernkompetenzen liegen, um das optimale Ergebnis für den Unternehmensinhaber zu erzielen. Insgesamt müssen wir als Gesellschaft und als Wirtschaft gemeinsam an Lösungen für die Krise bei Unternehmensnachfolgen in Deutschland arbeiten. Denn nur so können wir sicherstellen, dass auch in Zukunft erfolgreiche Unternehmen in Deutschland erhalten bleiben und so zur wirtschaftlichen Stärke unseres Landes beitragen.